Hallo und damit herzlich willkommen zurück bei Starfield, mein Lieber, meine Liebe. In der letzten Folge haben wir ein bisschen noch Arbeit für Paradiso gemacht. Wir haben hier noch die ein oder zwei Sachen. Haben 20 Minuten lang nach einer Basis gesucht oder beziehungsweise den Planeten, wo wir eine Basis vielleicht hinbauen wollen, weil ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht mit Jamison und so, ne? Ist zwar schön und gut und ist auch alles schön da, aber neben der Großstadt irgendwie ist ein bisschen scheiße, ne? So. Und, Sorry, ich vergesse immer, dass wir nicht mehr auf der Konstanz sind. Ja, und wir wollen jetzt hier noch die Sachen für Paradiso machen, ne? Die Quests, die Aktivitäten, dass wir das abarbeiten, weißt du? Das ist so ein bisschen abarbeiten. Und danach vielleicht Constellation Quest. So, gemietetes Zimmer. Achso, ich muss ja auch schlafen. Achso. Schlafen. Mach mal so, ne? Achso, 2.30 Uhr, 3.30 Uhr lokale Zeit. Okay, ist ja mitten in der Nacht, Kea. Ist ja mitten in der Nacht. Sam? Hast du überhaupt geschlafen? Was, wir hatten so viel Spaß? Was? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass... Schlafen mal so lange, ne? Wir haben ja in der letzten Folge gesehen, dass mit Abe ein bisschen buggy ist. Ich hoffe, dass das nicht auch buggy ist. Was ist denn los in letzter Zeit mit Starfield? Die Missionen werden immer buggier, ne? Buggier. Aber immer so, weiß ich nicht, was ist denn da los bei denen? Ich hoffe, dass irgendwann mal ein Update kommt und genau wie mit den Sachen, ne, an der Mech-Fabrik. Oh ja, die ganzen Waffen, die wir da liegen haben lassen. Weil das gebuggt hat mit dem Schiff und hier. Ach, hör mir auf, ey. So ein Scheiß, wirklich. Aber ist das schon jetzt länger draußen? Wir müssen, ich weiß nicht, ob auch zwischendurch mal ein Update war, ne? Ich habe nichts mitbekommen. Keine Ahnung. So. Daran könnte ich mich wirklich gut gewöhnen. Geh in dein gemietetes Zimmer. Ich bin in meinem gemieteten Zimmer. Ich... Weiß nicht. Gut. Okay. So, sprich mit Kuma. Der war ja auch irgendwie hier, ne? In der Nähe. Ne, hier geht's nicht lang. Kann auch sein, weil wir das für eine Woche gemietet haben, dass sich das erst, ne? Wir haben ja nicht für eine Nacht gemacht, sondern für eine Woche haben wir das gemietet. Dass das da vielleicht irgendwas, ne? Mit ist. So, okay. Dann einmal eine Lobby. Kumbaya, my lord. Kumbaya. Kumbaya, my lord. Kumbaya. So, guck mal, Kasten. Ich meine, sorry. Okay. Was kann ich für dich tun? Was kannst du für mich tun? Ich wollte vorhin nicht unhöflich sein und dich ignorieren. Ich habe nur gerade ein kleines Problem und grüble herum. Was kann ich denn für dich tun? Die Frage ist, was kann ich für dich tun? Wie läuft das Kaffeegeschäft? Nicht schlecht. Naja, es wäre noch besser, wenn dieser Tranquility nicht so nah wäre. Nicht, dass ich Tranquility etwas Böses wünsche. Nur, dass keiner bei ihnen Tee kauft, sondern lieber hier Kaffee. Mehr nicht. Wie unterscheidet sich euer Kaffee von anderen? Ah, naja, du weißt vielleicht, dass der meiste Kaffee synthetisch hergestellt wird. Was? Was? Unserer ist zu 100% organisch. Aus Kaffeebohnen, die vor Hunderten von Jahren von der Erde gerettet wurden und von Kaffee-Lux-Farmern angebaut werden. Ah. Ich verspreche, man schmeckt den Unterschied zwischen unserem echten Kaffee und dem anderen Zeug. Ja, das glaube ich. Du brauchst also Hilfe? Ja, stimmt genau. Wir verlieren haufenweise Kundschaft an Tranquility. Die probieren ständig was Neues, neue Rezepte. Tja, und wir haben immer nur Kaffee. Ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht, ob ich die auch umsetzen kann. Okay, von welchen Fähigkeiten reden wir? Ich brauche Hilfe von jemandem, der richtig überzeugend ist. Oder richtig gut im Stehlen. Was? Mein Was? Ist vermutlich nicht ganz legal. Bitte? Und auch wenn ich Erfolg habe, ist das Risiko für mich zu hoch. Illegale? Ich verstehe nicht ganz. Bist du nicht in der Lage, besseren Kaffee zu kochen? Nein. Ich meine, doch schon. Das ist nicht das Problem. Der arme Kuma. Es geht nicht darum, besseren Kaffee zu kochen. Wir haben schon den besten, authentischsten Kaffee auf dem Markt. Wir brauchen was Neues. Ich glaube, dass Tranquility da recht hat. Ich will herausfinden, was sie planen.
aber ich habe keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Ich habe womöglich genau die richtigen Fähigkeiten. Erzähl mir mehr von deinem Plan. Ein Tee-Sommelier aus der Tranquility-Zentrale macht hier Urlaub. Ich habe Polly sagen hören, dass sie gerade an einem neuen Teeprodukt arbeiten. Wenn du mir das Rezept irgendwie beschaffst, bevor es auf den Markt kommt, dann feiere ich sicher Erfolge und steige vielleicht sogar innerhalb der Firma auf. Von Polly Pocket? Willst du sagen, wenn Day das Rezept nicht freiwillig herausrückt, also heißt das oder was? Dann soll ich es stehlen? Ich weiß nur, dass dir Sommelier das Rezept auf einer Slate hat. Was du daraus machst, ist deine Sache. Ich brauche einfach das Rezept. Die Sommelier? Wenn sie es dir nicht geben, kannst du machen, was du willst. Also außer Gewalt. Es soll keiner verletzt werden. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Klingt nicht sehr kompliziert. Das kann ich für dich machen. Ah, ich hoffe es. Das könnte mein großer Durchbruch werden. Geh in dein gemietetes Zimmer. Was? Beschaffe das, genau das wollen wir ja machen. Okay. Ja, das kriegen wir wohl hin, ne? Das kriegen wir wohl hin. Klauen, da sind wir Profis drin, ne? Ah, wir haben schon Schlüssel geknackt, hör mal. Das war die Sneaks, hör mal. Es geht das Gerücht, dass sich Leute so. Schöne Aussicht, oder? Warte mal. Natürlich jetzt entdeckt, ne? Guck mal, 77%, 49%. Wo haben wir denn 49? Da. 77. Ich müsste, ne? Entdeckt. Ja. Ich müsste dann zuschlagen, wenn 49 ist. Was? Was? Hä? Aber je weniger Prozente, desto besser, oder nicht? Ja gut, aber die sehen mich ja natürlich. Diebstahl, halt! Gut, vielleicht können wir sie manipulieren. Sorry, gibt es ein Problem? Ich will nur meinen Urlaub genießen. Überzeugen, angeblich hast du ein Geheimrezept für ein Getränk. Kann ich dich überreden, es mir zu geben? Wer bist du? Rowan Masterson, zu Diensten. Ich arbeite für Tranquility als Teesommelier. Ich sorge dafür, dass all unsere Sorten konstant den hohen Qualitätsansprüchen genügen. Zudem bereise ich die Systeme auf der Suche nach neuen, faszinierenden Sorten. Schließlich bin ich ein begeisterter Teekenner und in der Lage, feine, neue Aromen zu erkennen. Warum sagt sie nicht, schließlich bin ich eine begeisterte Teekennerin? Und was ist mit dir? Guck nicht so! Warum ist denn das hier so schlierig? So. Hier. Wie possierlich. Bitte? Ich bewundere einfach alles, was du für Quintilke gemacht hast. Nun, das ist schmeichelhaft. Schön, dass dir meine Kreationen zusagen. Naja, außer Frazzleberry Crush. Das war ein Reinfall. Nicht aus, mir dein neues Rezept zu verraten. Rück aus damit sofort! hier? Mag sein. Es kann doch nicht schaden, mir das Rezept zu verraten, oder? Wenn ich ehrlich bin, ist das wohl keine große Sache. Du wirst uns wegen eines mickrigen Rezepts ja keine Konkurrenz machen, oder? Nein. Ich liebe Tier einfach über alles. Es würde mir den Tag versüßen, mehr über das Rezept zu erfahren. Es würde wohl nicht schaden, es dir zu verraten. So nämlich. Nun gut. Ich weiß, wann ich jemand Gleichgesinnten vor mir habe. Warum sollte ich meine neue Entdeckung eines überaus feinen neuen Gebräus nicht mit dir teilen? Außerdem wird es in absehbarer Zeit wohl nicht auf den Markt kommen. Und selbst wenn, wird die Rezeptur noch verändert. Also viel Spaß damit. Unternehmensspionage. Dass ich das mal mache. Und das für Tee. Ja, normal. Das Leben kann einen immer wieder überraschen. Genau. Bin zwar so, kein Strandmensch, hier ist ein bisschen schlierig gerade, ne?
Hier ist gerade echt ein bisschen schlierig. Ich mache hier Urlaub, weil ich... Wahrscheinlich hier, weil hier ganz viel Place to be ist, ne? Das hatten wir in der Astral Lounge ja auch gehabt, ne? Dass sobald mehr Licht, mehr Farben, mehr Leute, mehr Sachen rumstehen, dass da natürlich die Party abgeht, weil hier ist flüssig. Ja. So, entschuldigen Sie, der Herr. Der beste Urlaub sein, den ich je hatte. So, guck mal. Hast du es? Hier. Unglaublich. Du hast es geschafft. Natürlich. Hoffentlich war es nicht zu schwer. Das war... War ganz schön knifflig, egal was du eigentlich zahlen wolltest. Ich will jetzt mehr. Oh, du willst mehr? Normal. Du hast doch von mir gehört, oder? Ich bin nicht billig zu haben. Oh. Sollte ich? Sorry, ich will auch keinen Ärger machen. Ich will das einfach nur durchsprechen. Ich möchte dir ja helfen, aber... Schön, dass du langsam meinen Standpunkt akzeptierst. Wir finden schon eine Lösung. Ja... Es gibt doch keinen Grund für uns ein Problem zu haben, oder? Schön, dass du dich langsam bemühst, die Dinge aus meiner Perspektive zu sehen. Ich bin kein unvernünftiger Mensch. Hehe. Okay, gut. Für die Beförderung lohnt sich das. Ich gebe dir mehr, als ich es eigentlich vorhatte. Ja! Jetzt bin ich auf das Rezept gespannt. Mhm. Moment. Die Geheimzutat ist... Kaffee? Ernsthaft? Wow. Na, so ein Glück. Den Tee kann ich ja kinderleicht herstellen. Und ich habe die hochwertigeren Kaffeezutaten. Also wird mein Tee besser als ihrer. Komm gerne mal vorbei, wenn du eine Tasse probieren willst. Mhm, eher nicht. So, 5300 Credits. Nice. Cool. Was ist das denn? Okay. Geh in ein gemietetes Zimmer. Ja, das hatten wir ja schon. Hat nicht so funktioniert. Sprich mit Josse. Liefere Leberpastete an die Klinik, wird. So. War das noch hier? Nee, ne? Das war woanders. Wo war das denn? Okay, ich glaube, dann haben wir hier soweit alles fertig, oder? Sol-System, okay. Ich könnte nochmal durchgehen. Wir haben da was, wir haben da was. Sonst haben wir hier nichts, ne? Ne, ich kann nochmal, warte mal, nein. Ich probiere nochmal hier, geh in dein gemietetes Zimmer. Aber ich glaube nicht, dass da, ne? Ich glaube nicht, dass da noch irgendwas passiert. Wir können ja nochmal schauen, ne? Achso, wir sind schon drin. Achso. Ja. Ich bin da. Ich bin da. Hallo. Ich bin hier. Ich bin hier. Hier bin ich. Funktioniert nicht. Gut. Hier war ein Dieb am Werk. Okay. Warum eigentlich Sukkulente? Oder Sukkulente? Ich weiß nicht. Okay, wir haben hier alles. Ne? Paradiso. Ciao. Dann... Wir gehen mal von ganz unten hier. Sprich mit Catherine Lusion, ne? Geh in dein gemietetes Zimmer. Ne, ich hab doch gerade was anderes ausgewählt. Was ist los? Was ist los mit dir? So, Woli. Woli Schmoli. Neon. Neon. Ja. Da müssen wir ja noch die Plakate machen, ne? Das haben wir ja auch noch. Ja. Ich weiß nicht, ob ich hier leben könnte, aber eine Reise ist mir an allemal wert. Wir haben ja noch Stroud Eklund. Schnauze! Ich frage mal, ob ich hier, ich weiß nicht, ob ich hier auch ein Dings aufstellen kann. Was darf's denn sein? So. Im Namen von Wir sind stolzer Branchen, unsere bahnbrechende. Jo. Du kannst dein Raumschiff an unseren. Yeah. Es ist keine unglaublich, dass du die ganze Zeit unglaublich, dass du die ganze Leier auswendig lernen musst. Ich kann dir versichern, dass jedes Wort der Wahrheit entspricht. Seit der Fusion steht unsere Firma stärker da als je zuvor. Sieh dich gerne in unserem Showroom um. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Stimmt, hier war ich noch gar nicht, ne? Ich habe einen Flyer von für dich, ein Cross-Promotion. Cross-Promotion? Ich weiß nicht recht.
aber ich sehe es mir mal an. Gut. Hast du jemals Walter Stroud getroffen? Er war schon ein paar Mal in Neon, aber ich hatte bisher nie mehr als ein paar Minuten lang die Ehre, ihn zu sehen. Was ich aber sagen kann, Mr. Stroud wird von den Medien völlig verkannt. Er ist ein rationales Genie mit einer einzigartigen Zukunftsvision. Mhm. Wie lange arbeitest du schon für Stroud Eklund? Ich arbeite erst seit 2 Jahren hier. Davor war ich bei Aberon im Vertrieb tätig, aber das war einfach gar nichts für mich. Ich konnte mich einfach nicht mit dem Klientel identifizieren, das Waffen kauft. Aber Raumschiffe haben mich schon immer fasziniert. Für Ryujin zu arbeiten, hat durchaus seine Vorzüge. Ach, auch von, obwohl ich es mehrfach beantragte, wurde ich nicht zu Taiyo Astroneering versetzt. Tja, und jetzt bin ich hier. Alles klärchen, tschüss. Einen wunderschönen Tag noch. Tschüssi, wo ist denn der Showroom? Ach stimmt, hier waren wir schon mal, ne? Schiffe durchsuchen. Schiffe kaufen. Privateer 2. Okay, ich schau nur mal, ne? Vanquisher, okay. Tribwasche 2, Galileo 2. Okay, ciao. Hier wird wahrscheinlich dasselbe sein, ne? Ja. Gut. Gut. Dann gehen wir mal raus. Dann haben wir jetzt, glaube ich, 2 von 5. 5 hat er uns, glaube ich, gegeben. Bei Sikat waren wir ja, glaube ich, auch schon. Ja, hier können wir auch nochmal reingehen. Warte mal, führender Händler. Können wir hier nochmal... Stimmt, hier können wir vielleicht nochmal was verkaufen. So. Unsere Artikel sind von garantiert höchster Qualität. Wie läuft es jetzt, da Headlock kein Problem mehr ist? Ruhiger. Viel ruhiger. Ich glaube, die Sache mit Headlock hat Seoka dazu gebracht, mein Geschäft und auch andere Geschäfte nicht mehr zu drangsalieren. Jetzt dürfte ich endlich genug Zeit haben, mich um meine Sachen zu kümmern, statt mich ständig ängstlich umsehen zu müssen. Sehr schön. Ich habe einen Flyer für dich, ein Cross-Promotion-Angebot von Saburo Okadigibo, Baba. Oh, vielleicht denke ich drüber nach. Oh Gott, wie laut! Vielleicht. Alter! So. Etwas geschmackvoller. Mhm. Sonstiges. Dietrich hat er wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Verkaufen. Ressourcen, sonstiges. Ich weiß nicht, ich will da gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich die Sachen ausstellen kann. Das ist immer so, nee, ich weiß nicht. So, tschüss. Das kann er sich nicht leisten. Hier nochmal eine Rattler, 404, okay. Wir haben halt alle Waffen verkauft, ne, die wir so verkaufen wollten. Schön, dass du mich besucht hast. So, 3 von 5. Machen wir nochmal raus. Hey Mann, hast du ein bisschen Kleingeld für mich, Mann? Halt's Maul. Halt's Maul. Okay. Statistisch gesehen ist das unmöglich. Terra Brew gehört ja auch dazu. Ich frag mal. Hallo. Hi. Nein. Ciao. Tschüss. Was guckst du so blöd? Gerde. Entschuldigung. hier ist nichts. Da hinten müssen wir hin. Hier Security. Enhance. Hier kann ich auch nochmal fragen. Ich weiß halt nicht, ob das... Aber es ist, glaube ich, kein Geschäft, ne? Wohl eigentlich schon, aber nicht was, ne? Deppe, du siehst toll aus. Aber hier. Ich sehe es mir an, aber mache keine Versprechungen. Mhm. So. Ein paar über die Service... Nein. Sag Bescheid, so. Wenn Enhance dir deinen Tag versüßt. Ja. Ich sage Bescheid. Ich sage, ja. Enhance. Gut, das hatten wir. Woli Hotel glaube ich eher nicht. Wir können trotzdem nochmal fragen. Das Backhotel. Möchtest du ein Zimmer buchen? Ah, hier. Hier. Oh, danke. Ich denke auf jeden Fall. Mhm. Tschüss. Sag Bescheid, wenn ich dir bei deinem Besuch helfen kann. Okay. Wir sind hier, wenn du bereit bist. Ja gut, dann hätten wir jetzt nur noch Reliant Medical, ne? Boah, Alter, die labern alle so viel. Halt mal! Kann Reliant Medical für dich tun? Ach, Dr. Manning! Dr. Manning! Du siehst gar nicht gut aus. Setz dich lieber erstmal hin.
Okay. Solange die Vorräte es zulassen, habe ich nichts gegen zusätzlichen Handel. Credits kann man nie genug haben. Das stimmt. So, tschüss. Bei Reliant wird dir geholfen. Mhm. Habe ich ihm das jetzt gegeben? Weiß nicht. Warte mal. Nein, da war natürlich mit Xenoflash sicherlich nicht. Wo war das denn? Sprich mit Barrett, sprich mit Percival, sprich mit Vivectis über. Ach stimmt, da müssen wir auch noch hin. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt hier. Nee, das war was anderes. Gut. Ne? Dann haben wir das, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob wir dafür irgendwas bekommen haben. Ich glaube eher nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, der hätte auch gar nichts abgenommen, ne? Ich schaue nochmal hier hinten. Mining League. Waren wir hier? War das der Auftraggeber? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube schon, ne? Sei nicht vergessen. So. Vielen herzlichen Dank. Sehr schön. Das sollte meinem Geschäft einen ordentlichen Schub verpassen. Danke, dass du dir dafür die Zeit genommen hast. Nicht jeder in Neon ist so freundlich. Klar, gerne doch. So. Ich wünsche dir einen ganz fantastischen... Ja, Skillpunkt. Nice. Okay, warte mal. Wollen wir den Scanner? Zack. Fügt dem Handscan eine weitere Zoomstufe hinzu und erhöht die Scan-Distanz auf 50 Meter. Das ist schon mal gut. Dann können wir jetzt, bald Constellation-Missionen machen. Aber erstmal haben wir noch ein bisschen hier zu tun. Erstmal haben wir noch mal ein bisschen was im Neon zu tun. Und Xenofresh da mit, mit Yannick darüber zu reden, ja. Ja. Tschüss. Zack. In die Spür. In die Tür reingesprungen. Wie ein Verrückter. Okay. Lade. Das sind auch schon... Achso, ja, stimmt. Ich glaube, wir hatten die Aktivitäten schon mal abgefrühstückt, ne? Okay, warte mal. Ich glaube, dass das nicht in... Doch, muss ja in Neon sein, ne? Warte. Halten. Genau. Ja, das ist hier mit dem Fahrstuhl und so, das ist immer so ein bisschen so, komisch, ne? Ich finde das immer sehr, sehr komisch, immer sehr, sehr verwirrend. Gut. Ach, das war von, oder? Oder A oder nicht A? Nee, doch nicht A. So, Quick Shop. Ah, ein freundliches Gesicht. Hallo. Hallo. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber könntest du später wiederkommen? Wir haben geschlossen. Ich habe nur vergessen, die Läden runterzuziehen. Du kannst mir gerne erzählen, was... Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes passiert. Tut mir leid, aber ich möchte wirklich nicht darüber reden. Vielleicht ein andermal, wenn ich mich besser fühle. Du bist gerade nicht zum Reden aufgelegt, aber könnte ich mir ansehen, was du im Angebot hast? Jemand, du willst deine Meinung nicht ändern? Ich spüre deinen Schmerz. Etwas Furchtbares muss passiert sein. Lass mich helfen. Ja, ich schätze, es ist wohl nicht die beste Idee, es alles zu unterdrücken. Ich habe letzte Woche meinen geliebten Mann Thomas verloren. Oh. Er hatte angeblich einen Herzinfarkt und fiel von der oberen Plattform. So die offizielle Aussage von Neon Security. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie die Wahrheit sagen. Ich glaube nicht. War Thomas denn krank? Er war zwar schon fast 70, aber laut Dr. Manning von Reliant bei guter Gesundheit. Herzinfarkt. Unsinn. Das war auf keinen Fall die Todesursache. In dieser Stadt ist nichts, wie es scheint. So redet jemand, der schon länger hier ist. Dieser Ort überkommt einen wie ein Krebsgeschwür. Wie dieser Security Officer mir ins Gesicht sagen konnte, dass Thomas an einem Herzinfarkt gestorben ist. Das war gelogen. Tut mir leid, das ist mein Problem. Du willst hier nur was kaufen und ich fasle über Verschwörungstheorien. Verzeih mir bitte.
Was hat es mit dem Quickshop auf sich? Mein Mann und ich haben das Geschäft vor knapp 8 Jahren eröffnet. Wir wollten die Arbeiter bei Genadine und Xenofresh versorgen. Wir hatten Höhen und Tiefen, aber in letzter Zeit ist die Miete durch die Decke gegangen und wir mussten die Preise anheben. Leider gingen die Arbeiter davon aus, wir wären gierig geworden. Daher ist es zu einigen Ladendiebstählen und auch Vandalismus gekommen. Na, Scheiße. Also ich versuche nur, über die Runden zu kommen. Ich möchte dir helfen, herausfinden, was mit deinem Mann passiert ist. Meine Güte, du bist die erste Person in dieser furchtbaren Stadt, die mir helfen will. Danke. Nicht dafür. Warum bist du dir so sicher, dass eine Verschwörung im Gange ist? Laut dem Bericht hat man die Leiche meines armen Thomas nie gefunden. Das heißt, sie vermuten nur, dass er einen Herzinfarkt hatte. Ach so, vermuten. Aber statt den Fall offen zu lassen, bis weitere Beweise reinkommen, haben sie ihn geschlossen. Ich will wissen, warum. Ja, natürlich. Vielleicht wäre die Wahrheit zu schmerzhaft, sonst wäre besser, blablabla, irgendwie zu verdächtigen. Du verdienst es, die Wahrheit zu erfahren. Das ist alles, was ich will. Ja, das hat sie verdient. Am besten kannst du wohl beim Zeugen von Neon Security anfangen, Tevin Anestis. Dieses aufgeblasene Arschloch im Emporium in Neon. Ja, da waren wir gerade. Aber sei bitte vorsichtig. Ich will nicht, dass 2 Morde mein Gewissen belasten. Kannst du mir irgendetwas Nützliches über Tevin Anestis erzählen? Tevin gehört das Emporium auf der Bayou Plaza. Er ist überheblich und hochtrabend. Er würde nie auch nur einen Fuß in die Unterstadt setzen. Das Seltsame daran ist, dass wir nie persönlich mit ihm zu tun hatten. Warum er in Thomas' Tod verwickelt sein sollte, ist mir schleierhaft. Hattest du je Probleme mit der Neon Security? Jeder hat Probleme mit Neon Security. Die sind furchtbar korrupt und Verwalter Bayou benutzt sie als seinen persönlichen Schlägertrupp. Ab und zu lassen sie sich hier blicken, aber außer den Mitarbeiterrabatten, die ich ihnen gewähren muss, ist noch nie etwas Verdächtiges passiert. Ach, sie muss denen auch noch Mitarbeiterrabatte geben? Willst du dich verarschen? Könnte ich mir ansehen, was du im Angebot hast? Klar, das dürfte kein Problem sein. Verschämte Frage. Ah, okay, sowas also. Verkaufen. So, tschüss. Alles weg. Ciao. Obwohl, das würde ich gerne, ne, ich weiß noch nicht, ob ich, ne, ich weiß nicht, ob ich, aber ich glaube, Weißwein und so, weiß ich nicht. Warte mal, ich guck mal nach, Wert. Allheilmittel, oh. Entgifter. Das behalten wir mal alles. Frostwolf, das behalten wir mal alles. Red Trench. Plus 40% Nahkampfschaden für 3 Minuten. Okay, tschüss. Überzeugung Squall. 20% Schaden für 2 Minuten. Bewegungstempo für 2 Minuten. Ach, guck mal, hätten wir auch für Dings nehmen können, ne? Hier den Wein. Ich finde das so eklig, ne? So, hier, tschüss. Ich glaube, den Wein und so, sowas brauchen wir nicht. Gut. Was gut, dann reden wir mal mit dem Kollegen, ne? Hilfe? Hat er die Mission ausgewählt oder was ist los? Die Mission ist weg. Oh nein. Nee, doch da. Stimmt, das wollten wir eigentlich machen. Wir wollten ja, wie lange wir schon mit der Gelbank. Ja. Ne? Mit der Gelbank. Wann wollten wir doch nochmal hin? Ja. Ich meine, klar, wir haben noch einige Nebenmissionen. Ich würde das jetzt noch mal ein bisschen was im Neon machen. Und dann vielleicht mal eine Constellation-Mission machen. In der nächsten Folge, je nachdem. Oder in der nächsten, übernächsten Folge, ne? Müssen wir mal schauen.
Was denn? Da oben, ne? Schießt einer auf mich? Das hat sich gerade so angehört. Was passiert hier? Was passiert hier? Hä? Was denn? Wo? Hä? Von da hinten oder was? Von wo wird denn geschossen? Wie vom Erdboden verschluckt. Ja, ich weiß nicht, wer hier schießt. Hä? Sag mal. Wo kam der denn noch her? Oh, ist der damals... Oh, guck mal, hier liegen ja noch die... Von damals, ne? Hä? Wie kann der denn überlebt haben? Okay, da kann natürlich sein, dass der damals geflüchtet ist. Ja, okay. Okay. Mysteriös. Auf jeden Fall mysteriös. Hallo, Fischhändler. Fischhändler. Okay, da hinten ist noch wieder einer. Egal. Okay, Disciples, Alter. Was war da? Level 5, Level 6. Bitte. 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 So. Dann reden wir nochmal mit ihm hier und fragen mal, was hier jetzt die Phase ist, die Phase aller Phasen. Nachdem Hadlock jetzt kein Problem mehr ist, hat sich hier alles sehr beruhigt. Danke. Ich will mit dir über den Tod von Thomas Lusion sprechen. Ich sage dir kein Wort und ich habe das schon bei der Security gemeldet. Du vergeudest meine Zeit. Verschwinde, du bist schlecht fürs Geschäft. Hallo? Neonstraßenratte, ich habe Freunde, die würden deinen Laden gern kurz und klein hacken, wenn ich sie darum bitte. Gibt es in diesem Drecksloch keine zivilisierten Menschen? Schön, ich sage dir, was du wissen willst, aber beeilen wir uns. Okay. Ich habe es gesehen. Thomas wurde ermordet und ins Meer geworfen. Dummerweise habe ich der Security den Vorfall gemeldet. Warum ist denn schon wieder so laut? Hielt er mir eine Pistole an den Kopf, um meine Verschwiegenheit zu garantieren. Warum sind denn manche Passagen sehr laut und manche leise? Arbeitet der Mörder bei der Security? Nein, der Officer, der mich bedrohte, war ein anderer. Außerdem war der Mörder nicht in Uniform. Sicher hat dieser dreckige Mörder einen Kontakt in der Security, der für ihn die Spuren verwischt. Warum warst du nicht in deinem Laden? Wirklich? Soll ich den ganzen Tag im Laden bleiben? Ja. Falls du es wissen musst, ich war spazieren. Unglaublich, oder? Warum hast du nicht eingegriffen und den Mord verhindert? Bitte. Ich riskiere doch nicht mein Leben für jemanden, den ich kaum kenne. Das war nicht meine Aufgabe. Mir ging es um meine eigene Gesundheit. Darum bin ich nicht eingeschritten. Wer weiß, was passiert wäre. Leider hat es nichts gebracht. Zum Glück nicht laut. Ich brauche mehr Informationen. Sag mir, wer es getan hat. Es war sehr laut, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Thomas seinen Mörder ein paar Mal Russell oder Rusty genannt hat. Ich glaube, der Mörder war auf Credits aus und Thomas hat sich geweigert, ihm welche zu geben. Und dann ist Thomas schwimmen gegangen. Hast du je persönlich mit Rusty zu tun gehabt? Gott, nein. Ich habe ihn ab und zu mal gesehen, aber wenn er je in meinen Laden kommen würde, würde ich ihn sofort wegschicken. Ach, mit so einem würde ich nie reden. Kleinkriminelle oder Aurora-Junkies können mir gestohlen bleiben. Sag mir, wo Rusty ist. Wo soll so einer schon sein? Bei den Sleep Crates in der Nähe von Madame Savage. Jedenfalls darf mein Name nicht fallen, wenn du ihn zur Rede stellst. Ich will Thomas salziges Schicksal nicht teilen. Und jetzt, lass mich bitte in Frieden. Es sei denn, du willst hier ein kleines Vermögen ausgeben.
Nee, du redest mir zu laut. Ciao, Alter. Junge. Junge, ist der... Warum? Starfield, warum Bethesda Games? Was soll das? Warum sind manche Passagen lauter gestellt als andere Passagen? Ich kapiere das nicht. Gut, wir müssen jetzt mal Rusty den Clown finden. So, zack, einmal in Neon. Dann schauen wir mal, wo dieser dreckige Nagel ist. Dieser rostige Nagel. Aber ich frage mich dir... Aha! Hey, hast du ein paar Credits für mich? Das ist Rusty? Damit würdest du mir wirklich helfen. Lass mich raten. Ich lande im Ozean, wenn ich dir nichts gebe. Im Ozean enden? Was redest du da? Warte. Er meinte doch, er hätte sich drum gekümmert. Keiner sollte was... Bitte hör mir zu, das war alles keine Absicht. Es war ein Unfall. Wer ist er und worum wollte er sich kümmern? Ein alter Freund. Bei der Security. Aber mehr sage ich dir nicht. Ich versuche mein Glück lieber mit dir. Warum ausgerechnet Thomas? Ich brauchte Credits für Aurora. Jeder weiß, dass er und seine Frau diesen beschissenen kleinen Shop betreiben. Die ziehen jeden über den Tisch, das perfekte Creds-Opfer. Erzähl mir ganz genau, was du getan hast. Ich habe mich mit Thomas gestritten, habe ihn nach Credits gefragt, aber der Drecksack wollte mir keine geben. Es ist entglitten. Er ist von der oberen Plattform gestürzt, aber es war ein Unfall, wirklich. Dann habe ich meinem Kumpel bei der Security davon erzählt. Er hat sich um alles Weitere gekümmert. Sag mir, wer dein Freund bei der Security ist. Das kannst du vergessen. Ich bin vieles, aber keine Ratte. Ich hab's verkackt, ich weiß. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Lass mich gehen, dann werde ich für immer verschwinden. Niemand wird mich je wiedersehen. Niemand muss wissen, dass ich lebe. Komm schon, lass mich gehen. Hier kommst du noch einmal davon. Ich werde dich nicht töten, aber du verschwindest lieber für immer von der Bildfläche. Das ist keine Option. Ich bin hier, um dich zu töten. Ja. Ach du meine Güte. Keine Angst, niemand wird mich je wiedersehen. Ich schwör's. Okay. Ja gut, so viel hat er auch nicht. So. Ja, kann sein, aber ich weiß nicht, ne? Die Frage ist, wer ist der Typ von der Security? Aber das Ding ist, ich frage mich, ne, das ist schon echt traurig, weil der Rusty, der sieht ja ziemlich jung aus. Und dass er einen 70-Jährigen überfällt oder sich mit dem streitet, weil er Crits von dem haben will, ist nur traurig. Oh ja, hallo. Ich weiß, was mit deinem Mann passiert ist. Bitte sag mir alles, was du weißt. Ich will alles hören. Lügen, der Tod deines Mannes war ein Unfall. Dein Mann wurde ermordet. Ein Security Officer hat die Sache vertuscht, um den Mörder zu schützen. Ich wusste es. Ich wusste, dass sie gelogen haben. Die ganze Geschichte ergab keinen Sinn. Die Neon Security. Wie können die nachts schlafen? Als wäre das Leben meines Mannes wertlos gewesen. Hast du den Mörder meines Mannes gefunden? Was ist mit ihm passiert? Der Mörder heißt Rusty. Hat ihn Thomas je erwähnt? Rusty. Das war einer dieser Arbeiter bei Genadine. Hat ständig Ärger gemacht, gestohlen, randaliert, all sowas. Das war ein übler Haufen. Mein Mann hat sich immer um die Störenfriede gekümmert. Er kannte Rusty und seine sogenannten Freunde. Diebstahl und Randale sind das eine. Aber Mord? Ich hätte nicht gedacht, dass es so weit kommt. Was hast du mit Rusty getan? Ich habe mich um ihn gekümmert. Naja, die Details sind nicht so wichtig. Hauptsache, er hat für seine Tat bezahlt. Und wegen der Security, hast du herausgefunden, wer die Sache verwischt hat? Nein, und ich bezweifle, dass es gut für uns enden würde, wenn wir uns mit der Kredite... Was? Achso, ich bezweifle. Er hat mir keinen Namen genannt, tut mir leid, mehr kann ich nicht für dich tun. Ist vielleicht am besten so. Die Security ist gefährlich. Immerhin kenne ich jetzt die Wahrheit.
Das genügt. Irgendwie bin ich jetzt erleichtert? Nein, das trifft es nicht. Ich bin bloß froh, die Wahrheit zu kennen. Auch wenn sie meinen Mann nicht zurückbringt. Ohne dich hätte ich die Wahrheit nie erfahren. Hier sind einige Credits für dich. Nein, das ist nicht nötig. Ich bin nur froh, dass ich helfen konnte. Oh, du bist zu gütig. So oder so bin ich dir unglaublich dankbar für deine Hilfe. Außer dir war in dieser Stadt nie jemand gütig zu mir. Da ich jetzt die Wahrheit kenne, kann ich nach vorne blicken. Thomas und ich danken dir für all deine Hilfe. Ja, normalerweise würden die Credits... Hoch, würden wir immer Credits annehmen, nee, aber in dem Fall, nein. Nein. So, das haben wir auch. Ich habe angeboten, beziehungsweise für Joseph Manning zu besorgen. Du sollst bei Abby Ending in der Klinik abholen. Okay, haben wir sonst noch was hier? Ist das denn hier oder wo ist das? Nee. Was haben wir denn noch hier in Neon? Frank Rennick, ist der hier in Neon? Ich glaube schon, ne? Ich kann das halt immer... Ich finde das halt blöd, dass das... doch, ist in Neon. Kern, so. Ich finde halt blöd, dass er nicht direkt das anzeigt. Ja, manchmal steht das dabei, aber, ne? Ich weiß nicht, warte mal, ich guck mal, bevor ich jetzt sage, ja, das steht da nicht dabei. Ah, wir können das auch auf Karte anzeigen. Alle Zielmarkierungen zeigen. Warte mal, was ist das denn, wenn ich das so mache? Ah. Sprich mit Imogene. Maria Adams. Keine Lust, mich mit dem Syndikat oder den Gangs anzulegen. Okay, aber wo ist denn jetzt Frank? Owen meinte auch nur, keine Sorge. Wo ist denn jetzt Frank? Sprich mit Imogene. In F-Side ist es in letzter Zeit echt. Wo ist denn jetzt. Wo ist denn jetzt Frank? Wo ist denn jetzt. Oh Gott. Gut. Dann machen wir da Imogene. Ja, weiß ich nicht. Ryujin? Da will ich erstmal mit Dings sprechen, ne? Da, Manaya Adams. Wohl eigentlich will ich mit Frank reden. Nein, ich will mit Frank reden. So. Dann mache ich das mal wieder so. So, da. Ist ja schön, dass er alle, aber der zeigt nicht alles an, ne? Das ist so. Weil das hat er ja nicht angezeigt. Hallo, Frank. Hat alles für die Jagd. Du weißt schon. Ah ja, der hat ja diesen coolen, ja. Wenn du etwas kaufen willst, sieh dich ruhig um. Aber ich behalte dich im Auge. Nur, dass das klar ist. Was befürchtest du denn, was ich tun könnte? keine Ahnung. Sachen einstecken und abhauen? Mich ausrauben? Mir in den Kopf schießen? Okay. In Neon überlebt man nur, wenn man keine Risiken eingeht. Es war wohl ein Fehler, in deinen Laden zu kommen. Ja. Vielleicht. Liegt an dir. Aber Regel ist Regel. Wenn dir das nicht passt, rede mit Styx. Er leitet unsere Beschwerdeabteilung. Wer ist Styx? Siehst du den riesigen Model A da drüben? Ja, das ist Styx. Und du solltest dich lieber nicht mit ihm anlegen. Er kann ziemlich launisch sein. Ich kläre meine Probleme lieber mit Menschen als mit emotionslosen Robotern. Also, das ist jetzt wirklich technophob. Und das verletzt sicher seine Gefühle. Weißt du, ich bin's unendlich leid, dass die Leute Styx behandeln wie so eine Attraktion in einer Freakshow. Ich meine, guck dir die Graffitis auf seinem Chassis an. Wenn ich den Pisser finde, der das war, lasse ich ihm sowas von die Reinigung bezahlen.
Ach so, das sind Graffitis. Warum machen die Leute die wegen Styx das Leben schwer? Ich weiß, es ist schwer zu glauben, aber dank meiner schillernden Persönlichkeit finde ich nicht so leicht Freunde. Ich unterhalte mich also sehr oft mit Styx und Model A-Roboter sind nicht sonderlich gut auf Smalltalk programmiert. Kurz gesagt, ich rede mit einer Maschine und wirke, als wäre ich verrückt. Scheiße, vielleicht bin ich's auch. Das geht mich vielleicht nichts an, aber was ist mit deinem Auge passiert? Ist kein großes Geheimnis. Ich hab's als Freestar-Soldat im Koloniekrieg verloren. Ich war Fußsoldat, Infanterist im Nahkampf. Lief auch ziemlich gut. Bis irgendwann eine EM-Waffe unseren Transporter erwischt hat. Sie haben mich zwar aus dem Wrack gezogen, aber eben ohne Auge. Ich hatte noch Glück. Die meisten Soldaten sind bei dem Absturz gestorben. Oh, wie haben du und Styx zusammengefunden? Vor ein paar Jahren hat so ein Typ bei mir massig Schulden gemacht. Tausende von Credits. Aber immerhin hat er regelmäßig Raten abgestottert. Irgendwann kam aber nichts mehr, weil er sich nämlich mit einem Aurora-Dealer angelegt hatte und von der oberen Plattform gefallen ist. Weil ich nachweisen konnte, dass er Schulden bei mir hatte, überließ mir die Stadt sein Eigentum, einen Lagercontainer. Und was war da wohl drin? Ja, krass. Ich habe ein paar Monate gebraucht, um die Teile zu finden, aber ich finde, ich habe Styx ganz gut hingekriegt. Wenn du möchtest, könnte ich die Person suchen, die Styx verunstaltet hat. Ehrlich? Okay. Hab dich wohl falsch eingeschätzt. Mhm. Warum würde jemand deinen Roboter mit Graffiti besprühen? Graffiti? Machen wir uns nichts vor. Ich werde nie einen Beliebtheitswettbewerb gewinnen. Und damit kann ich sehr gut leben. Aber jetzt geht es zu weit. Jetzt ist es persönlich. Ich lasse nicht zu, dass jemand meinen einzigen Freund tyrannisiert. Meine nur, ich könnte dafür zahlen, das Graffiti zu entfernen. So einen Angriff kann ich nicht einfach ungeahndet lassen. Schön, dass du Styx nicht nur als Gegenstand ansiehst. Der Mistkerl, der das meinem Kumpel angetan hat, nennt sich Warlord. Aha. Du findest ihn wahrscheinlich in Euphorica. Haben wir den Namen nicht schon mal gehört? Jag den Pisser Angst ein. Dann wissen alle Freaks in Abside, dass man sich mit mir und Styx nicht anlegt. Warum hat dieser Warlord es auf dich abgesehen? Warlord gehört zu den Disciples. Ein Straßenkind, die sagen, Abside gehört ihnen. Dann wissen wir ja, was wir mit dem machen, ne? Vor ein paar Jahren wollte die Gang hier einbrechen und mich ausrauben. Aber Styx hat einen von ihnen erledigt und einen zweiten zu Reliant geschickt. Seitdem tyrannisieren er und seine Kumpel mich. Hauptsächlich verjagen sie meine Kunden und stehlen meine Lieferungen. Wow. Warlord will sich immer noch an mir rächen. Und er hätte es fast geschafft, als er Styx irgendwie deaktiviert und mit Farbe besprüht hat. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er an Styx vorbeikommt und mich kalt macht. Lass mich mal sehen, was du im Angebot hast. Wenn du die Credits hast, habe ich, was du brauchst. Okay. Oh, 13.000 hat er Credits. Cool. So, verkaufen. Waffen. Ja, denk an die Credits, Junge, denk an die Credits. Haben wir eigentlich Razorback, aber haben wir eigentlich schon... Ah, oh, scheiße, oder habe ich die Dings gegeben, die wir von Dings bekommen haben? Ne? Von Dings und so. Komm, weißt du was? Das kann weg. Das kann weg. Von den Rangern. Die kann weg. Die Rettungsangst. Ganz ehrlich, ciao. Ciao. Kann er sich nicht mehr leisten. Okay. 690 kann er sich gar nichts mehr leisten, ne? Werfbare Items. Ah, ne, warte mal. So. Gut. Ne, wir machen hier wieder, ne? 364, 500...
637. Jetzt hat er noch 53. Davon kann er sich hier nichts leisten. Okay. Tschüss. Styx, wie sieht der Monat aus? Ich verstehe Ihre Frage leider nicht. Bitte neu formulieren. Ich frage wegen den Umsatzzahlen. Verstanden. Den Daten zufolge sind die Einnahmen um 13,7% gesunken. Ach, es läuft nicht gut. Sag mir was ich nicht weiß, Styx. Bestätigt. Ich habe kürzlich meinen Querverbindungssequencer auf asynchronen Betrieb umgestellt. Nein, Styx, das war nicht... Vergiss es. Gutes Gespräch. Sind derzeit um 0% reduziert. Ah, sehr schön. Um 0% reduziert. Finde ich sehr, sehr schön. Aber ich würde auch gerne... Klar, wir haben noch die Vesco, ne? Aber so einer oder der Kaiser, den wir da hatten, den Kaiser. Das wäre natürlich auch mega geil. Ja, vielleicht sollte ich Vesco mal wieder mitnehmen. Ne? Ja. Na. Okay. Da der von den Disciples ist, wissen wir, ne? Wissen wir gleich, was passiert, weil die Disciples, ganz ehrlich, keiner mag die. Michael versteht was von Drinks. Dein Tech ist noch da. Und so wird es auch bleiben, wenn dieser alte Zyklop bei Verstand ist. Magst du Kunst? Klar, ich mag Dann Kunst. Dann sieh dir mal den Roboter bei Neon Tactical an. Der ist mein bislang bestes Werk. Bist du in einer Gang? Bist du in einer Gang? Du klingst wie ein Schreibtischstäter. Ja, bin ich. Vielleicht hast du schon mal von den Disciples gehört. Warum bist du so gerne hier? Wir fühlen uns im Euphorica zu Hause. Und mit wir meine ich Killer, Schläger und Diebe. Ich habe schon länger keinen mehr umgelegt. Jemand ist also fällig. Du hältst dich für einen Künstler? Nur mit einem Messer in der Hand. Ansonsten sprühe ich bloß. Frank Rennick will eine Entschädigung für die Sache mit Styx. Dieser Zyklop sollte mir danken. Hab seinem Spielzeug ein schickes Umstyling verpasst. Er sollte froh sein, dass das alles ist. Frag mal meine Crew. Hat Styx wirklich Mitglieder deiner Crew getötet? Wir wollten seinen Shop ausrauben. Da hat sein kleines Spielzeug drauf losgeballert. Der ist ja wohl klar. Wir haben gute Disciples verloren. Eigentlich sollte dieser Freak mich entschädigen. Warum hast du Styx dein Tag verpasst? Ist doch clever. Hätte ich ihn zerstört, wäre das nur halb so schlimm gewesen. Also habe ich eine Dose gezückt und ihm meinen Tag verpasst. Jetzt darf dieser Zyklop mein Kunstwerk ewig auf seinem Kumpel bewundern. Du gibst es also zu. Ist das ein Problem? Falls ja, pass lieber gut auf deine Eingeweide auf. Ich werde diese Credits von dir kriegen, tot oder lebendig. Alles lebendig. Klar. Ich werde die Wände mit deinem Blut streichen. Achtung. Erteilt ihm eine Lektion. Das geht Drache. Ich hab's noch drauf. So. Bloß nichts vergeuden. Jo. Her damit. Lust auf noch einen Chimera? Hm? Klar, danke, Maika. So. Und schick ruhig weiter ein. War ein harter Tag. Oh, Knie auf dem Kopf. Willst du dich heute einmal richtig entspannen? Könnte ich dich vielleicht für unsere Mitglieder-Lounge interessieren? An sich gern, aber kann ich mir heute nicht leisten. Verstehe. Aber sag mir gerne Bescheid, wenn ich dir anderweitig behilflich sein kann. Hast du Lust auf einen Chimera? Nein, hab ich nicht. Nein, ciao, ich hab keinen Bock auf deinen Gesöff. Ja, Disciples, ganz ehrlich. Ciao, weg damit, ne? Braucht keiner. Klar, natürlich, wir hätten ihn überzeugen können, yippie-wappo, aber das ist wie mit dem Syndikat, einfach tschüss. Ne, den Rusty, den hätte ich auch gerne, ne? Gezeigt, wo der Hammer hängt. Huch. Achso. Der sah so aus, als hätte ich den schon mal irgendwo gesehen. Also, nicht in Neon, aber, ne? Gut, dann haben wir das auch. Oh, hallo. Bürger. Ein Bürger. Ein besorgter Bürger. Dann hätten wir das auch hier. Sehr, sehr schön.
Sprich mit Imogene haben wir auch noch. Ah, was soll die denn? Was soll die denn? So, hier, Kollege Schnürschuh. Was das? So. Sehr gut. Hoffentlich hat er gelitten. Er meinte, er würde aufhören. Bringt nichts, jemanden zu treten, der schon am Boden liegt. Tatsächlich war ziemlich freundlich drauf. Ich musste den Kampf anzetteln. Mehr noch, ich habe ihn getötet. Ist mir recht. Dieser kleine Trottel hat es verdient. Danke. Ich werde Styx neu lackieren und wachsen lassen. Er wird so gut wie neu aussehen. Oh, hier. Für deine Mühen. Hey. Danke. Willst du mal einen Roboterwitz hören, Styx? Okay. Ich verstehe Ihre Frage leider nicht. Bitte neu formulieren. Ah, doch, keine Angst. Den verstehst du schon. Also, wie nennt man einen Roboter, der zu lange in der Sonne war? Garbotter! Oh Gott. Nicht der Roboter, sondern Garbotter! Oh Gott. Kapierst du den? Ja, den kapierst du, Styx. Du lachst ja unter dem Ding. Ich verstehe Ihre Frage leider nicht. Bitte neu formulieren. Ja, Garbotter. Ja, nee, Garbotter. Ja, Gott. Okay, dann lass mal schauen. Wir haben nochmal Sprich mit Imogene und das hier, Mania Adams. Ne, ich weiß nicht, was wir noch in Dings haben. Warte mal, da wir gerade hier in der Nähe sind. Obwohl, ich mache erstmal das, bevor ich mit Imogene rede. Weil Ryujin, ne, wir waren froh, dass wir da weg sind. Oder weg waren. Ja. Ist sie in der Astral Lounge oder was? Oh nein, die Astral Lounge ist ja mir ein Graus. Die ist mir ein Graus. Okay, pass auf. Das machen wir aber nächsten Folge, ne? Ich würde sagen, ich bin raus, euer Klaus. In der Folge haben wir ein bisschen Neon gemacht. Wird die nächste Folge, glaube ich, auch so ein bisschen weitergehen. Dass wir hier mal die Mission ein bisschen machen, ne? Und dann vielleicht machen wir auch Constellation. Mal schauen, ne? Aber ich bin erstmal raus. Dein Onkel Klaus. Ciao mit V. Tschö mit Ö. Tschüss.